A Lonely Place to Die ist kurz zusammengefasst ein guter Thriller. In der 40. Minute wird das auf dem Backcover beschriebene kleine Mädchen gefunden und dann geht's los mit der Verfolgungsjagd, mit den Schießereien und mit dem spannenden Teil des Films. Der ist wirklich gut inszeniert, der hat gute Schockmomente, der hat dynamischen, spannenden Szenenverlauf und der baut sich vor allem zum Finale des Films richtig gut auf. Die drei Parteien, die in dem Film zu sehen sind, werden gut vorgestellt und die jeweiligen Eigenschaften und vor allem das Zusammenspiel zwischen diesen Gruppen ist relativ gut erklärt. Allerdings braucht der Film meiner Meinung nach mit 40 Minuten dann teilweise doch etwas lang, bis er wirklich in Gang kommt. Auf ein paar Sachen hätte man durchaus verzichten können, wie beispielsweise das hochintellektuelle Saufen zwischen zwei Klettertouren, was meiner Meinung nach keine professionelle oder ansatzweise ernstzunehmende Klettergruppe jemals machen würde. Mit Ausnahme von diesen minimalen Schwächen ist A Lonely Place to Die wirklich spannend, wirklich sehenswert und wer den Film noch nicht kennt, kann das jetzt als Empfehlung verstehen.